Hi, heute ist wieder ein Päckchen bei mir angekommen, diesmal von Brands for Friends. Und nein, ich habe das hier nicht bezahlt, denn das sind Geschenke für meinen Freund und mich. Ich habe ja am 9.12. Geburtstag und mein Freund hat am 12.9. Geburtstag. Ja, er wird ewig Jungfrau bleiben, ein Leben lang. Aber das ist nicht, worauf ich hinaus wollte. Nein, meine Eltern haben ihm einen Gutschein für Kopfhörer geschenkt und er hat sich jetzt ewig Zeit gelassen, sich etwas auszusuchen, weswegen ich dann sozusagen eingegriffen habe. Und ja, ich habe gesehen, dass bei Friends for Friends vor schon längerer Zeit eine Skullcandy-Aktion war und habe ich gesagt, hier guck mal, gefällt dir da nicht irgendwas von? Weil ich habe direkt meinen Liebling gefunden und wusste, okay, das möchte ich haben. Allerdings bekomme ich das zu Weihnachten von meinen Eltern. Ich bekomme schon was anderes zum Geburtstag. Da könnt ihr auch gespannt sein, obwohl man, ich freue mich schon darauf. Aber kommen wir zu diesem Päckchen. Mein Freund hat tatsächlich was gefunden. Der braucht immer ein bisschen länger beim Aussuchen. Ich weiß nicht warum. Er ist da ein bisschen wählerisch. Ich weiß nicht warum. Ich bin da eigentlich immer zack, zack. Das will ich haben. ja, schauen wir einfach mal rein, was wir uns ausgesucht haben bei Skullcandy und Friends for Friends. Das hier hat sich mein Freund ausgesucht. Das ist das GI oder wie auch immer von Skullcandy. Und das hat, glaube ich, 35 Euro runtergesetzt gekostet. Sonst kostet es irgendwie 60, 70 Euro, so um den Dreh. Und das sind, ich glaube, Over-Ear-Kopfhörer. Die fand ich auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob es bei meinem Freund für Over-Ear reicht. Also so sieht die Größe aus. Bei mir würde es definitiv reichen. Sieht auch sehr, sehr bequem aus und ich fand das so geil. Ich habe das schon bevor mein Freund geguckt, habe ich gesagt, boah, ey, das finde ich richtig geil. Gefällt mir auch sehr gut. Ich stehe auf so Military-Look-Sachen. Früher habe ich voll viel davon getragen. Als ich ein bisschen kräftiger war, habe ich echt viel Military-Look getragen. Auch als ich abgenommen habe. In der Anfangszeit. Inzwischen gar nicht mehr so. Weiß auch nicht warum. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und da stehen irgendwelche Sachen drauf, mit denen ich nichts anfangen kann. Da soll ein Inline-Mikrofon drin sein. Heißt das, dass man ein Mikrofon über das Kabel laufen lassen kann? Oder ob das jetzt da drin ist? Ich sehe nichts. Ja, wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Das hat sich mein Freund ausgesucht und ich finde das einfach nur total geil. Wäre auch definitiv was für mich gewesen. Aber ich habe dann ein Schätzchen entdeckt und dachte mir so, oh, die will ich haben, die will ich haben, die will ich haben. Und zwar sind das die Aviator oder Aviator? Aviator. Sagen wir Aviator. In Braun. Und die haben so eine, ach, hier könnt ihr es vielleicht gerade durchschimmern sehen. Nein, da könnt ihr eigentlich nur meinen PC sehen. Die haben so eine braune, transparente Kappe. Und da sieht man da drunter, ich muss von der Seite gucken, ja, das Innenleben dieses Headsets. Und das finde ich halt richtig, richtig geil. Es hat so ein bisschen Steampunk-mäßig wegen diesem Lederlook. Und ich verlinke euch mal zu einem Bild von den Dingern, wo man das ganz gut sehen kann. Die sind echt wunderschön. Die kosten sonst über 100 Euro. Ich habe keine Ahnung, ich glaube so 120, 140, irgendwie sowas um den Dreh. Und die haben halt 80 Euro gekostet. Und das waren natürlich etwas teurere. Wie gesagt, Weihnachtsgeschenke von mir. Und ich bin einfach nur sowas von begeistert. Die sind so schön. Made for iPod, iPhone, iPad. Ja, keine Ahnung. Ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe ja nur ein Samsung-Handy. Hier, das da, das S2. Und ich kann damit leben. Ich brauche nicht das S3. Ich finde das von dem Design eh hässlich. Egal, kommen wir zu anderen Sachen. Und zwar, das sind auch wieder über dem Ohr Kopfhörer, also Over-Ear-Kopfhörer. Und sonst muss ich die gerade finden. Gefunden. Aua, das war mein Knie. Sonst habe ich nämlich diese Sennheiser. Kopfhörer, dieses Headset. Das benutze ich immer zum Zocken. Das hat mir damals ein. Damals, das ist so lange her. Ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr, also das ist noch nicht so lange her. Hat mir mein bester Freund das empfohlen, der Bogge. Und ja, ich habe es mir gekauft. Finde es auch ziemlich gut von der Qualität her. Ich hätte mir jetzt nicht die super teuren für 150, 160 Euro gekauft. Das ist ein bisschen zu viel. Die haben 80 Euro damals gekostet oder 90. So um den Dreh, also. Bis maximal 100 Euro würde ich für so ein Headset ausgeben. Alles andere drüber ist mir einfach zu viel.
Und ja, die finde ich zwar ziemlich gut, aber das sind keine Over-Ear, sondern das sind welche, die man auf dem Ohr hat. Und wie ihr sehen könnt, hier ziemlich gut sehen könnt, bin ich Brillenträger. Und wenn ich die dann auf dem Ohr habe, drückt das Ohr, also wird das Ohr von den Kopfhörern an diesen Steg von der Brille gedrückt. Und nach einer Weile tut das richtig, richtig weh. Also so Stunde geht ohne Schwierigkeiten, aber nach einer Weile tut es weh. Irgendwann lasse ich mir ja eh die Augen lasern, wenn es geht, weil ja, so eine Brille ist ziemlich teuer. Also meine Brille kostet 400 € und das sind eigentlich nur die Brillengläser, die so teuer sind. Okay, ich habe auch ein Ray-Ban gestellt, das ist auch nicht so günstig. Aber die Brillengläser kosten wirklich meistens so 180 pro Glas. Das ist sehr, sehr teuer und auf Dauer ist es besser, wenn man es lasern lässt, dann ist sowas auch okay. Also für Leute ohne Brille ist dieses Headset perfekt. Das hat einen super Klang, super Qualität, ist schön verarbeitet, ist auch bequem. Wie gesagt, nur dieser Steg wird die ganze Zeit aufs Ohr gedrückt und das ist unangenehm. Kann natürlich der Borge nicht wissen, der ist ja kein Brillenträger. Mir gefällt es trotzdem, ich werde es auch weiterhin zum Zocken nehmen. Das andere ist eigentlich für mich eher so, wenn ich mal schön entspannt Musik hören will. Und vielleicht werde ich es auch zum Zocken benutzen. Ich muss erstmal gucken, ob die mir jetzt passen. Und dafür mache ich dann nochmal gesondert ein Video, wie ich die finde. Und das war's dann von mir. Ich weiß ja nicht, was verschenkt ihr so oder was bekommt ihr so an Weihnachten geschenkt von euren Eltern? Also ich bin ja 25, bald 26, am 9.12. wie gesagt, werde ich 26. Warum werden wir immer älter? Das steht außerdem immer nur auf dem Papier, ja? Also wie man sich im Hirn fühlt, ist immer noch eine ganz andere Sache. Zwischen 6 Monaten und 600 Jahren ist das bei mir. Keine Ahnung. Ja, genau, was bekommt ihr so von euren Eltern geschenkt? Was geben die so maximal aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch, dass einige Leute da irgendwie Geschenke von 200, 300 € machen. Ich habe auch schon mal, ohne dass ich es mir gewünscht habe, von meinem Vater einfach mal einen neuen Rechner geschenkt bekommen für 800 €. Ja, ich war ziemlich überrascht und alle anderen Geschenke hätte ich in dem Moment nicht zur Seite schieben können. Ich so, oh, geil, ein Rechner, ein neuer Rechner, ich bin dann mal weg, tschüss. Das war natürlich sehr schön, wie ich da mit meinem Rechner nach oben alles anschließen. Ich muss alles installieren. Nein, ich habe jetzt keine Zeit mehr für Weihnachten mit Family. Nein, natürlich bin ich noch unten geblieben, aber das war so der innere Zwang bei mir, als ich den Rechner gesehen habe. Ich so, oh. Ja, also meine Eltern sind da so normal, im Normalfall so um die 100 € maximal für Geburtstag und maximal 100 € für Weihnachten. Weil einen Rechner kriege ich auch unter dem Jahr von meinem Vater geschenkt. Der ist da so. Wenn es um Technik geht, da ist der, guckt er irgendwie nicht aufs Geld, sondern sagt, ja, das muss was Ordentliches sein, es muss funktionieren, es muss jetzt nicht irgendwie ein Alienware-Rechner sein, das wäre zwar schön, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen viel verlangt. Ich verlange ja eigentlich nichts. Ich freue mich darüber einfach nur. Ich habe einfach Glück, dass meine Eltern sagen, ja, passt, kriegst du. Wie ist das bei anderen? Also da frage ich mich doch sehr, weil ich kann mich erinnern, als ich jünger war, war das zwar schon so, dass wir mal was Teures geschenkt bekommen haben, aber eher, es hielt sich immer im Rahmen. Und dann auch, ich bin so ein Typ, ich brauche eigentlich nur ein Weihnachtsgeschenk und ein Geburtstagsgeschenk. Wenn ich mir die selber aussuchen darf und die halt so einen gewissen Rahmen irgendwie so um die 100 € haben, bin ich damit mehr als zufrieden. Auf meine Geschenkliste standen eigentlich auch immer auf meine Geschenkliste standen Geschenke. Ja. Auf meine Geschenkliste standen eigentlich immer Bücher, Videospiele, Bücher oder Technikkram. Mal neue Boxen, mal ein neues Keyboard, eine neue Maus. Wobei ich, wie gesagt, das von meinem Vater doch auch unter dem Jahr immer geschenkt bekommen habe. Aber ja, das war. Ja, ich habe mir mal zu Weihnachten Copic-Marker gewünscht. Da habe ich dann für 60 € Copic-Marker bekommen. Dafür, dass ich. Also, ich meine, ich habe sie benutzt, aber ich bin jetzt nicht sonderlich versiert im Malen. Zeichnen. Das war's von mir. Ich rede schon wieder einfach viel zu viel. Und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr so verschenkt oder was ihr geschenkt bekommt.
oder bekommen habt, weil für dieses Jahr ist es dann vielleicht doch blöd, falls irgendjemand eure Kommentare verfolgt oder sowas. Keine Ahnung, es gibt ja manchmal so Leute. Schreibt es einfach in die Kommentare und das war's dann von mir. Ciao!